Gut, dann wollen wir weitermachen mit der Vorlesung. Und die nächste Einheit wäre jetzt also F-Statistiken. Also ich wiederhole nochmal kurz den theoretischen Hintergrund. Die Realität ist für uns in der Naturwissenschaft nicht direkt zugänglich. Wir betreiben Experimente, wir betreiben Beobachtungen. Diese Experimente resultieren in Daten. Daten motivieren die Formulierung eines statistischen Modells. In unserem Fall betrachten wir das allgemeine lineare Modell. Und indem man das formulierte Modell dann mit den Daten abgleicht, kommt man zu Parameterschätzern. Also man kann die Parameter des Modells schätzen. Das haben wir alles in den letzten Einheiten betrachtet. Und jetzt sind wir bei der Modellevolution angekommen. Das heißt, die Modellevolution baut dann auf der Parameterschätzung auf, um eben zu entscheiden, wie das Modell vor dem Hintergrund der gemessenen Daten beschaffen sein müsste oder ob gewisse Komponenten des Modells vernachlässigbar ist. Also generell, indem man quantitative Aussagen über die Unsicherheit, mit der die Parameterschätzer verknüpft sind, machen will. So. Und jetzt haben wir gerade T-Statistiken gesehen. Im Folgenden betrachten wir F-Statistiken. Und wie Sie hier an der Formel, zweite Formel in Gleichung 3 sehen, hängen die F-Statistiken auch nicht mehr direkt von den Parameterschätzern ab, wie die T-Statistiken, sondern wir haben es hier mit residuellen Quadratsummen und Differenzen von residuellen Quadratsummen zu tun. Wobei sich die residuellen Quadratsummen natürlich auch wieder aus dem Wetterparameterschätzer ergeben. Und wie das Ganze zustande kommt, das wollen wir uns jetzt anschauen. Die Standardprobleme frequentistischer Inferenz, darauf muss ich, denke ich, nicht nochmal eingehen. Also Parameterschätzungen haben wir abgehakt. Das Ziel von Konfidenzintervallen ist es, quantitative Aussagen über die mit Parameterschätzern behaftete Unsicherheit zu treffen. Und Hypothesentests dienen dazu, zu entscheiden, in welcher Region des Parameterraums der wahre, aber unbekannte Parameter liegt, möglichst zuverlässig zu entscheiden. Anders als in der Einheit zu T-Statistiken werden wir jetzt hier keine Konfidenzintervalle betrachten, sondern im Wesentlichen F-Statistiken für Hypothesentests einführen. Und das Ganze wird dann noch weiter vertieft in den Sitzungen, in den Einheiten 10 und 11 zur Varianzanalyse. Gut, wir führen F-Statistiken ein in dieser Vorlesung und wir tun das vor dem Hintergrund von Modellvergleichen, die auf Likelihood-Quotienten basieren. Likelihood-Quotienten heißt, dass man die Likelihoods von zwei Modellen durcheinander teilt. Und dieses Vorgehen, also die Likelihood eines Datensatzes unter einem gegebenen probabilistischen Modell zu betrachten und als Modellvergleichskriterium heranzuziehen, ist weit verbreitet in der statistischen Praxis. Es gibt dann lediglich Unterschiede in den Nuancen, also zum Beispiel, ob man die maximierte Likelihood benutzt oder die marginale Likelihood benutzt. Marginale Likelihood ist ein Thema, was insbesondere für bayesianische Inferenz bedeutsam ist. Das werden wir hier natürlich jetzt nicht behandeln. Auf jeden Fall folgt daraus, dass im Gegensatz zu T-Statistiken F-Statistiken, also nicht nur zur Evaluation von einzelnen Komponenten des Beta-Parameter-Vektors oder von Linearkombinationen des Beta-Parameter-Vektors herangezogen werden können, sondern dass man die Anpassung des Modells an einen Datensatz insgesamt bewerten kann. Und diese Fähigkeit, Modelle zu vergleichen, also diese Fähigkeit der F-Statistiken, Modelle zu vergleichen, ist allerdings im Rahmen des ALMs etwas beschränkt, dahingehend, dass man nur spezielle Modellvergleiche betrachten kann, und zwar insbesondere solche, in denen die Modelle ineinander geschachtelt sind. Wir werden gleich noch sehen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass wir nur Paare von linearen Modellen betrachten können, in denen die Designmatrix des einen Modells in der Designmatrix des anderen Modells enthalten ist. Aber wie gesagt, dazu später mehr. F-Statistiken werden üblicherweise genutzt zum Testen von Hypothesen im Rahmen der varianzanalytischen Verfahren. Das sind also in dieser Vorlesung die Einheiten 10, 11 und 14.
Das heißt einfaktorielle, zweifaktorielle Varianzanalyse und Kovarianzanalyse. Der Einsatz von F-Statistiken ist aber jetzt nicht auf solche kategorialen Designs mit verschiedenen Studiengruppen beschränkt. Ja, also es ergibt auch Sinn, F-Statistiken für kontinuierliche ALM-Designs, also für parametrische ALM-Designs mit kontinuierlichen Regressoren zu definieren. Gut, dann, was ist der Plan für diese Einheit? Wir haben also zu Beginn wieder diesen wahrscheinlichkeitstheoretischen Abschnitt, in dem wir die F-Verteilung und die nicht zentrale F-Verteilung einführen, genau wie in der Vergangenheit für T und T-Quadrat Zufallsvariablen. Wir werden dann Likelihood-Quotienten betrachten und schauen, wie sie Modellvergleiche implementieren. Und im letzten Abschnitt definieren wir dann formal F-Statistiken, schauen, wie sie mit Likelihood-Quotienten zusammenhängen und wollen die frequentistische Verteilung von F-Statistiken herleiten. Gut. Dann also zum ersten Abschnitt, was ist eine F-Zufallsvariable? Gegeben seien zwei voneinander unabhängige Chi-Quadrat-Zufallsvariablen mit den Freiheitsgradparametern N1 und N2. Die nennen wir U1 und U2. Dann nennen wir die Zufallsvariable groß F, die also so definiert ist, U1 durch N1 geteilt durch U2 durch N2, eine F-verteilte Zufallsvariable mit den Freiheitsgradparametern N1 und N2. Wir schreiben das wieder so hin, groß F folgt F-Verteilung mit Parametern N1, N2. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer F-Verteilung bezeichnen wir mit klein f von x gegeben Parameter und die kumulative Verteilungsfunktion bzw. inverse kumulative Verteilungsfunktion der F-Verteilung bezeichnen wir mit phi und phi invers. Das ist ein kleines griechisches phi. Okay? Die F-Verteilung ist nach Ronald Fisher benannt, der ja sowas wie der Godfather der frequentistischen Inferenz ist und auch als allererster Varianzanalysen beispielsweise eingeführt hat. Und manchmal wird die F-Verteilung auch Fischer-Snedecor-Verteilung genannt, also das ist eine Bezeichnung, auf die Sie vielleicht auch stoßen könnten, benannt nach George Snedecor, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Jedenfalls war das derjenige, der also die kumulative Verteilungsfunktion der F-Verteilung als erster tabuliert hat. Dieses Tabulieren von Verteilungen war früher sehr wichtig, weil man ja noch keine Computer und Taschenrechner hatte und deshalb eben so lange Tabellen schreiben musste, welchen Wert die F-Verteilung für welchen Freiheitsgradparameter und welches Argument annimmt. Sie kennen das vielleicht noch aus der Schule, da hatten Sie so Tafelwerke wie dieses hier und hinten drin waren dann so ewig lange Tabellen zur Normalverteilung und Binomialverteilung mit verschiedenen Verteilungsparametern. Also Sie haben das vermutlich vor allem mit Bezug auf die Binomialverteilung kennengelernt. Und da kann man dann also ablesen für bestimmte, in diesem Fall Freiheitsgradparameter, welchen p-Wert man erhält oder welchen kritischen Wert man benutzen muss, um ein Konfidenzintervall zu bestimmen. Gut. Nach der Definition folgt immer das Theorem zur Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Das ist hier nicht anders. Gegeben sei also eine F-Zufallsvariable, groß F, mit den Freiheitsgradparametern N1 und N2. Die hat dann den Ergebnisraum R größer 0. Die ist also immer positiv. Das liegt daran, dass Chi-Quadrat-Zufallsvariablen immer positiv sind. Und deren Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion wäre dann also gegeben durch diese Formel hier. Das, was auf der rechten Seite von Gleichung 5 steht, wobei griechisch Gamma wieder die Gamma-Funktion bezeichnet. Wir verzichten auf einen Beweis. Solche Beweise von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen sind immer sehr schwierig, weil man eben Transformationen von Zufallsvariablen betrachten muss und weil man zwei Ausgangszufallsvariablen hat. Und dann muss man die
gemeinsame Verteilungen der resultierenden Zufallsvariablen betrachten und dann muss man marginalisieren über eine von denen, dazu braucht man Integrale. Das ist also sehr aufwendig, dafür haben wir nicht die Zeit, deshalb geben wir das einfach so an. Aber im Prinzip ist es auch nicht wichtig, was Sie wissen müssen, ist, wie eine F-Verteilung entsteht und nicht, welche Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion sie hat. Anders als die F-Verteilung ist jedenfalls die, Entschuldigung, anders als die T-Verteilung ist jedenfalls die F-Verteilung nicht um Null symmetrisch, da sie ja auf die positiven reellen Zahlen beschränkt ist. Was den Einfluss der Parameter betrifft, ist es so, dass bei gleichbleibendem n 1 ein steigendes n 2 die Wahrscheinlichkeitsmasse in den höheren positiven Bereich verschiebt. Hier haben wir dafür Beispiele. Wir haben also hier die Freiheitsgradparameter n 1, 2, 3, 4 in unterschiedlichen Grautönen und die gestrichelten Linien entsprechen dann n 2 gleich 26 versus n 2 gleich 13 in den durchgezogenen Linien. Und Sie können vermutlich sehen, dass die Verteilung hier etwas weiter nach rechts wandert für die gestrichelten Linien. Okay. Dann wieder zu der nicht zentralen Variante der F-Verteilung. Hier muss sich also irgendwas an den Ausgangszufallsvariablen ändern und das ist der Fall. Und zwar betrachten wir wieder zwei Chi-Quadrat-Zufallsvariablen mit Freiheitsgradparametern N1 und N2. Allerdings ist jetzt die erste von den beiden nicht zentral Chi-Quadrat verteilt mit Nicht-Zentralitätsparameter Delta. Da gibt es eine Frage? Ja, nochmal zu der Grafik. Warum ist die eine Linie so anders als die andere? Also irgendwie die von 1 runter bis weg? Ja, ich vermute, dass das halt mit der funktionalen, also Sie meinen, dass die hier so eine Art Maximum nee, haben. Die schwarze, also n, während die schwarze n1 gleich 2 und n2 gleich 13. 1 einfach ab, ja. Ist richtig, das hängt vermutlich damit zusammen, dass hier im Exponenten irgendwo hier so minus 1 steht. Genau, n1 halbe minus 1. Mhm. Wenn ich jetzt n1 gleich 2 einsetze, steht da 1 minus 1. Das heißt, diese Potenz wird, egal welchen Wert x hat, 1 sein. Also x hoch 0 gleich 1. Ja? Okay. Und das ist eben, was diesen Freiheitsgradparameter n1 gleich 2 irgendwie speziell macht, weil da dann eine andere Potenz rauskommt und das führt dann zu einer anderen funktionalen Form. Ja. Und wenn hier jetzt eine Zahl größer als 2 steht, dann ist der Exponent auf jeden Fall positiv und dann hat das x einen Einfluss und daher kommt das, dass die Kurven unterschiedlich aussehen. Noch eine Frage, oder? Nee. Gut. Dann also nochmal zurück zur nicht-zentralen F-Verteilung. Zwei Chi-Quadrat-Zufallsvariablen, eine davon nicht-zentral Chi-Quadrat verteilt und die beiden seien voneinander unabhängig. Dann betrachten wir wieder die Zufallsvariable F und die ist genauso definiert wie vorher. Allerdings bezeichnen wir die jetzt als nicht-zentral F-verteilte Zufallsvariable mit den Freiheitsgradparametern N1 und N2 und dem Nicht-Zentralitätsparameter Delta. Das heißt, der Nicht-Zentralitätsparameter der Chi-Quadrat-Verteilung wird also zum Nicht-Zentralitätsparameter der F-Verteilung. Wir schreiben das so, groß F folgt einer F-Verteilung mit den Parametern Delta, N1, N2. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und die kumulative Verteilungsfunktion bezeichnen wir weiterhin mit klein f und klein griechisch wobei jetzt hier wieder ein zusätzliches Funktionsargument hinzukommt, das heißt das Delta. Wenn also die F-Verteilung drei Parameter hat, dann wissen Sie, dass es sich dabei um eine nicht zentrale F-Verteilung handelt, mit Nicht-Zentralitätsparameter. Gut. Hier gilt auch wieder dieser Spezialfall, das heißt, dass eine nicht zentrale F-Zufallsvariable mit Nicht-Zentralitätsparameter Delta gleich 0 eine normale oder zentrale F-Zufallsvariable ist. Diese beiden Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen sind also gleich, die der nicht-zentralen F-Verteilung mit Delta gleich 0 und die der F-Verteilung mit den entsprechenden Freiheitsgradparametern. Und dass das so ist, kann man auch leicht einsehen, weil die F-Verteilung ja auf der Chi-Quadrat-Verteilung definiert und wir schon bei der Chi-Quadrat-Verteilung festgehalten hatten, dass eine nicht-zentrale Chi-Quadrat-Zufallsvariable
mit Delta gleich 0 eine normale Chi-Quadrat-Zufallsvariable ist. Ja? Gibt es auch den Fall, dass beide Chi-Quadrat-Zufallsvariablen nicht zentral sind? Oder ist es dann eine völlig andere Variable, die sich daraus ergibt? Ja, das ist eine gute Frage. Also Sie meinen hier U1 und U2 folgen nicht zentralen Chi-Quadrat-Verteilungen mit Delta 1 und Delta 2. Ja, also definieren kann man das natürlich. Die Frage ist immer, ob das dann, also ob diese Verteilung analytisch bestimmbar ist. Man spricht von analytisch bestimmbar, wenn man eben eine Formel für die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion aus dieser Definition herleiten kann. Und viele Probleme in der Integralrechnung sind nicht so einfach lösbar, sodass man sie dann als Closed Form Solutions angeben kann. Und daher könnte es sein, dass in dem Fall keine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion existiert. Also existieren tut eine, nur dass man die eben nicht leicht herleiten kann. Ich wüsste nicht, dass so ein Fall Relevanz hat für frequentistische Statistik oder lineares Modell. Gut, also wir werden hier zumindest mit der nicht zentralen F-Verteilung auskommen, für das, was wir in der Einheit machen. Und die nicht zentrale F-Verteilung hat dann natürlich auch eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, die man herleiten kann. Sie sehen, das wird hier immer komplizierter. Hier kommt jetzt zum Beispiel eine unendliche Summe mit ins Spiel, von k gleich 0 bis unendlich. K-Fakultät, Gamma-Funktion, alles Mögliche, Exponentialfunktion. Und das bitte auf keinen Fall merken. Was wir wissen müssen, ist, die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nicht-zentralen F-Verteilung existiert und mit R kann man sie plotten. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Wir haben also hier den Freiheitsgradparameter N1 auf 2 festgelegt für alle Kurven und N2 ist weiterhin 13 und 26 als durchgezogene und gestrichelte Linie und hier wird jetzt der Nicht-Zentralitätsparameter variiert zwischen 0, 4 und 8 und diese in verschiedenen Grautönen, diese schwarzen Linien würden also hier normalen, zentralen F-Verteilungen entsprechen. Mit Nicht-Zentralitätsparameter 0 und Sie sehen, dass für höheren Nicht-Zentralitätsparameter sich das etwas weiter nach rechts verschiebt. Okay, Fragen bis hierher? Nee, das ist also exakt so, wie wir es auch in den letzten beiden Einheiten für Chi-Quadrat und T-Verteilung gesehen haben. Okay, jetzt zu Likelihood-Quotienten. Und wir definieren dabei als erstes den Begriff der Likelihood-Quotienten-Statistik. Dafür seien gegeben zwei probabilistische Modelle, kalligraphisch M0 und kalligraphisch M1, wobei wir hier unter einem Modell verstehen ein Tupel aus einem Datenraum, kalligraphisch Y, einer Sigma-Algebra, kalligraphisch A, und einem Wahrscheinlichkeitsmaß, was parametrisiert ist mit den Parametern dieses jeweiligen Modells. Also Theta 0 und Theta 1, wobei Theta 0 und Theta 1 sich in den Parameterräumen dieser Modelle bewegen, Groß Theta 0 und Groß Theta 1. Die Idee ist also hier, dass wir zwei Modelle haben, die einen identischen Datenraum und eine identische Sigma-Algebra haben, sodass die beiden Modelle gleiche Arten von Daten, also quasi denselben Datenvektor, analysieren können, dass diese Modelle aber unterschiedliche Annahmen über die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Daten unter diesem Modell machen, zum Beispiel indem das also parametrisiert ist durch verschiedene Parameter. Im allgemeinen linearen Modell würde das verschiedenen Designmatrizen entsprechen. Sie haben dazu eine Frage? Nee, es wäre nur, wieso wir hier von Tupel und Trippel sprechen. Also ein Trippel ist ja ein 3-Tupel. Also es gibt den Begriff des N-Tupels. Ein N-Tupel ist eine Menge von N-Sachen. Ja? Und ein 3-Tupel ist eine Menge von drei Sachen. Sie bezeichnen es als Triple.
Es war im letzten Semester so, aber okay. Ich kann mich auch mit 3 Tupel anfangen. Und dann gibt es 2 Tupel. Und 2 Tupel werden, glaube ich, auch als Paare bezeichnet. Also das sind dann so Dinge, dass wir, also das wäre ein 3 Tupel und das wäre ein 2 Tupel, auch genannt Paar. Ja, gut. Also das war nur terminologisch. Und dann haben wir also diese 2 probabilistischen Modelle. Und diese 2 probabilistischen Modelle haben jeweils eine Likelihood-Funktion, L0 und L1, deren Funktionsargumente sind ein Datenvektor, also ein Zufallsvektor, über den dieses Modell als Daten Aussagen macht, und die jeweiligen Parameter des Modells. Dann wird die Likelihood-Quotientenstatistik wie folgt definiert. Wir bezeichnen die mit groß Lambda, das ist ein großes griechisches Lambda. Und das ist der Quotient aus der maximierten Likelihood von M0 geteilt durch die maximierte Likelihood von M1. Ja? Wir haben hier die Likelihood-Funktion gegeben, also die Likelihood-Funktion für einen bestimmten Datensatz. Und wir betrachten das Maximum dieser Likelihood-Funktion mit Bezug auf die Parameter des Modells. Das heißt, wir suchen diejenigen Parameter, die die Likelihood-Funktion maximieren, und setzen das dann hier ein für M0 und M1. Das heißt also, eine Likelihood-Quotientenstatistik setzt miteinander ins Verhältnis die Wahrscheinlichkeitsdichten für einen beobachteten Datensatz Y, also zum Beispiel einen Datenvektor im Falle des allgemeinen linearen Modells, unter 2 statistischen Modellen, und zwar nach Optimierung der Parameterwerte. Deshalb die maximierten Likelihoods. Ein hoher Wert der Likelihood-Quotientenstatistik würde also bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit, die Daten zu beobachten, unter Modell 1, unter Modell 0 höher ist als die Wahrscheinlichkeit, die Daten zu beobachten, unter Modell 1. Und umgekehrt. Ein kleiner Wert der Likelihood-Quotientenstatistik würde bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit, die Daten unter M1 zu beobachten, höher ist. Diese Praxis, so Wahrscheinlichkeitsdichten beobachteter Daten nach Optimierung der Parameter miteinander ins Verhältnis zu setzen, ist ein allgemeines Verfahren und weit verbreitet in der Datenanalyse, insbesondere in der Modellselektion. Und was dieses Vorgehen so interessant macht, ist, dass letztendlich es möglich macht, dass wir verschiedene wissenschaftliche Theorien miteinander vergleichen. Ja, idealerweise ist es so, dass sich eine mechanistische wissenschaftliche Theorie in ein probabilistisches Modell übersetzen lässt. Und wenn das der Fall ist, können wir natürlich die maximierte Likelihood dieses Modells bestimmen und mit der maximierten Likelihood anderer Modelle ins Verhältnis setzen und erhalten eine Likelihood-Quotientenstatistik, die uns dann was darüber sagt, für welches Modell mehr Evidenz in den Daten vorliegt, beispielsweise. Modellvergleiche, die auf diese Art durchgeführt werden, sind auch ein zentrales Thema in der bayesianischen Statistik. Dort läuft die Likelihood-Quotientenstatistik unter dem Namen Bayes Factor. Und in der bayesianischen Statistik werden insbesondere so Informationskriterien, wie also das bayesianische Informationskriterium, BIC, oder auch die marginale Likelihood, die dann in der bayesianischen Statistik als Modellevidenz bezeichnet wird, herangezogen. Das bedeutet aber nicht, dass Modellvergleiche mit Bayes-Faktoren, also dass Modellvergleiche mit solchen Likelihood-Quotienten auf die bayesianische Statistik beschränkt sind oder dass das irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal von der bayesianischen Statistik wäre. Es ist sehr populär, in der bayesianischen Statistik das durchzuführen, aber auch im Rahmen der frequentistischen Statistik existiert mit dem Likelihood-Quotienten eben eine Möglichkeit, Modelle zu vergleichen. Und in der Anwendung auf das allgemeine lineare Modell führen wir Likelihood-Quotienten jetzt so ein, indem wir also ein reduziertes und ein vollständiges Modell definieren. So. Wie lautet diese Definition? Zunächst einmal sei ein allgemeines lineares Modell mit p größer 1 gegeben. Das heißt, die Anzahl der Beta-Parameter-Komponenten
und der Spalten in der Designmatrix muss Größe 1 sein, ansonsten können wir keine Partitionierung dieses Modells vornehmen. Ja? Und dann seien die Designmatrix und der Beta-Parameter-Vektor gegeben einmal als horizontale Konkatenierung von x0 und x1 für die Designmatrix und als vertikale Konkatenierung für Beta 0 und Beta 1. Von Beta 0 und Beta 1 für den Beta-Parameter-Vektor. Wobei hier die Dimensionalitäten übereinstimmen, sodass überall gilt P0 plus P1 gleich P. Ja? Also x0 hat beispielsweise die Dimensionalität n mal P0, x1 n mal P1 und entsprechend Beta 0 und Beta 1. Dann bezeichnen wir das, also die Aufteilung der Designmatrix und des Beta-Parameter-Vektors, als eine Partitionierung eines allgemeinen linearen Modells und nennen das Modell, was die Designmatrix X verwendet, das vollständige Modell und das Modell, was die Designmatrix X0 verwendet, das reduzierte Modell. Man sagt, wie ich schon angedeutet habe, auch, dass das reduzierte Modell, das heißt X0, in dem vollständigen Modell geschachtelt ist. In der englischsprachigen Literatur ist die Bezeichnung Nested Models gebräuchlich. Man spricht also von Nested Models, wenn die Designmatrix des einen Modells in der Designmatrix des anderen Modells enthalten ist. Ja? So wie hier x0 in x enthalten ist, in dem Sinne, dass x0 plus noch ein paar weitere Spalten ist. Oder eine weitere Spalte. Gut. Hier ist jetzt wichtig zu beachten, dass das verschiedene Modelle sind mit verschiedenen Designmatrizen und entsprechend auch verschiedenen Parametern. Ja, also wir haben hier die verschiedenen Designmatrizen x und x0. Das führt zu verschiedenen Beta-Parameter-Vektoren Beta und Beta 0. Und das führt zu verschiedenen Varianzen Sigma Quadrat und Sigma 0 Quadrat. Das hat damit zu tun, dass das vollständige Modell potenziell mehr Varianz in den Daten aufklären kann und entsprechend sich der Varianzparameter auch ändert, weil die unaufgeklärte Varianz im vollständigen Modell tendenziell kleiner ist. Okay, und jetzt kommen wir zur Likelihood-Quotientenstatistik für diesen Spezialfall des ALM. Für also vollständiges und reduziertes Modell. Also wir nehmen wieder an, dass eine Partitionierung eines vollständigen allgemeinen linearen Modells mit p gleich p0 plus p1 gegeben ist und es seien Sigma Quadrat Dach und Sigma 0 Quadrat Dach die Maximum Likelihood-Schätzer für den Varianzparameter einmal unter dem vollständigen und einmal unter dem reduzierten Modell. Dann gilt, dass die Likelihood-Quotientenstatistik für diesen Modellvergleich von reduziertem zu vollständigem Modell diese Form hier annimmt. Groß Lambda ist gleich Sigma Quadrat Dach geteilt durch Sigma 0 Quadrat Dach hoch n halbe. Es gibt eine Frage? Ja, besteht das vollständige Modell aus mehreren reduzierten Modellen oder aus dem vollständigen und dem reduzierten Modell? Verstehe die Frage nicht ganz. Also das vollständige Modell benutzt die Designmatrix X und das reduzierte Modell benutzt die Designmatrix X0. Das heißt also, das vollständige Modell benutzt eine Designmatrix, die über die des reduzierten Modells hinausgeht. Okay, weil mir nur unklar ist, wieso wir für den Likelihood-Quotienten nicht ausschließlich das vollständige Modell betrachten, sondern auch das reduzierte herannehmen, wenn das reduzierte ja eigentlich also das liegt daran, dass die Likelihood-Quotientenstatistik das halt als Vergleich von zwei Modellen definiert ist. Das heißt, wir brauchen irgendwie zwei Modelle und wir betrachten hier jetzt den relativ einfachen Spezialfall, dass ein Modell eben Designmatrix X0 hat und ein Modell dieselbe Designmatrix, aber zusätzlich noch die Regressoren X1. Okay? Okay. Gut. Also informell gilt hier, dass wir diese beiden Modelle vergleichen. M0 in diesem Theorem ist also dieses Modell,
was X0 als Designmatrix hat und M1 ist dieses Modell, was X als Designmatrix benutzt. Also M1 hat definitiv mehr Spalten in der Designmatrix als M0, weil M1, also die Designmatrix von M1 ja X0 komplett enthält. Okay, dann wollen wir zeigen, warum das so ist oder wie sich diese relativ einfache Form der Likelihood-Quotienten-Statistik ergibt. Dafür schreiben wir zunächst nochmal die Formel des allgemeinen linearen Modells an. Und unsere Strategie wird jetzt darin bestehen, dass wir zunächst einmal die maximierte Likelihood für ein ganz allgemeines lineares Modell aufschreiben und das dann auf das vollständige und das reduzierte Modell anwenden. So, wir haben also hier das allgemeine lineare Modell und die Likelihood-Funktion ist dann abhängig von den Daten und von den Parametern des Modells, Beta und Sigma Quadrat. Und die Likelihood-Funktion ist definiert als die Wahrscheinlichkeitsdichte der Daten gegeben die Parameter. So, welche Wahrscheinlichkeitsverteilung haben die Daten entsprechend der Annahme des allgemeinen linearen Modells? Was ist die Verteilung der Daten im allgemeinen linearen Modell? Ja? Normalverteilung. Richtig, multivariate Normalverteilung mit dem Erwartungswert Parameter x mal Beta und Sigma Quadrat im. So, das heißt, wir haben hier als Likelihood-Funktion, also die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion der multivariaten Normalverteilung für den Datenvektor y mit den Parametern x Beta und Sigma Quadrat im. So, dann schreiben wir diese jetzt betrachten wir erstmal die Parameter, die diese Likelihood-Funktion maximieren, denn die Likelihood-Quotienten-Statistik ist ja so definiert, dass wir dort maximierte Likelihood-Funktion ins Verhältnis setzen. Wir wissen, dass der Maximum Likelihood-Schätzer von Beta, also Beta-Dach, derjenige Parameter, der die Likelihood-Funktion mit Bezug auf Beta maximiert, der Beta-Parameterschätzer ist, also x transponiert x invers mal x y. Und wir haben auch gesehen, welche Form der Maximum Likelihood Schätzer für die Varianz hat. Das ist also derjenige Parameter Sigma Quadrat, der die Likelihood Funktion an der Stelle Beta Dach maximiert. Und wir hatten in der Einheit 6 festgehalten, dass dieser Schätzer der residuellen Quadratsumme entspricht, allerdings geteilt durch n. Ja? Das war der Unterschied zwischen dem Varianzparameterschätzer und dem Maximum Likelihood-Schätzer der Varianz. Im Varianzparameterschätzer teilen wir hier durch n minus p, im Maximum Likelihood-Schätzer teilen wir durch m. Gut, dann schauen wir uns jetzt die maximierte Likelihood an. Was wir dafür tun müssen, ist, dass wir die Maximum Likelihood-Schätzer der Parameter in die Likelihood-Funktion einsetzen. Das heißt, wir betrachten L von y Beta Dach, Sigma Quadrat Dach. Wir sind
sind jetzt in Gleichung 18 und dafür brauchen wir die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der multivariaten Normalverteilung. Wer kann helfen? Kennt denn jemand noch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der univariaten Normalverteilung? Wir haben sie ja schon letztes Semester kennengelernt. Also E hoch war da enthalten. Wir haben sie auch dieses Semester schon ein paar Mal benutzt. Möchte es jemand versuchen? Nein, gut. Also wir schreiben das mal kurz an. Das ist die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Normalverteilung. 1 durch Wurzel von 2pi Sigma Quadrat mal e hoch minus 1/2 geteilt durch Sigma Quadrat mal x minus mu zum Quadrat. So, die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der multivariaten Normalverteilung sieht ganz ähnlich aus. Ich sage mal, was sich hier verändert. Aus dem 2pi wird 2pi hoch n, das ist die Dimensionalität des Zufallsvektors. Aus dem Sigma Quadrat wird Determinante der Kovarianzmatrix Sigma. Und dass 1/2 im Argument im Exponenten bleibt und der Rest des Exponenten verändert sich zu x minus mu transponiert mal Kovarianzmatrix Sigma hoch minus 1, also invertiert, mal x minus mu. Ja, also Quadrat für Vektoren entspricht oft transponierter Vektor mal Vektor. Gut, dann nehmen wir uns mal diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der multivariaten Normalverteilung und schreiben die hier hin für diese multivariate Normalverteilung. Das ist also 2pi hoch n, weil wir haben n Datenpunkte. Und hier steht die Determinante von Sigma Quadrat Dach in. Wir haben bereits in einer der letzten Einheiten gesehen, dass das Sigma Quadrat Dach hoch m ist, mal e hoch minus 1/2 y minus x Beta transponiert mal Sigma Quadrat m, Sigma Quadrat Dach in invers mal y minus x Beta Dach. Da wir jetzt hier die Maximum-Likelihood-Schätze eingesetzt haben, muss ich also Beta Dach und Sigma Quadrat Dach schreiben. Okay, das hier ist eine Einheitsmatrix. Einheitsmatrix invertiert ergibt wieder Einheitsmatrix, verschwindet aus dem Produkt. Und das Sigma Quadrat ist ein Skalar, der dann in den Nenner wandert. Den können wir also hier hinschreiben. Wir werden jetzt uns eines Tricks bedienen und der Trick besteht darin, dass wir hier den Maximum Likelihood Schätzer nicht einsetzen und dass wir hier den Maximum Likelihood Schätzer einsetzen. Das heißt, wir schreiben hier zunächst wieder den Vorfaktor hin, 2pi hoch n mal Sigma Quadrat Dach hoch n mal e hoch und dann steht hier minus 1/2 y minus x Beta transponiert mal y minus x Beta und jetzt schauen wir den Maximum Likelihood Schätzer des Varianzparameters nach. Der steht hier. Wir haben hier 1 durch n. Das n wandert also in den nach oben und im Zähler steht y minus x Beta Dach transponiert geteilt durch y minus x Beta Dach. So, großes Wunder. Hier steht jetzt im Nenner und im Zähler das Gleiche.
nämlich die residuelle Quadratsumme unter Anwendung des Beta-Parameterschätzers. Das heißt, das kürzt sich und hier steht jetzt nur noch e hoch minus n halber. So. Die maximierte Likelihood für ein allgemeines lineares Modell hat also diese Form 1 durch Wurzel aus 2 pi hoch n Sigma Quadrat Dach hoch n mal e hoch minus n halber. Und das ist wunderschön, weil einerseits sind jetzt die Beta-Parameter, der Beta-Parameterschätzer, verschwunden, weil der in unserem Theorem überhaupt nicht vorkommt. Und andererseits haben wir was, was irgendwie nur noch von Sigma Quadrat Dach und anderen Konstanten abhängt. Das heißt, wir berechnen jetzt die Likelihood-Quotienten-Statistik. Die Likelihood-Quotienten-Statistik ist definiert als die maximierte Likelihood von Modell 0 geteilt durch die maximierte Likelihood von Modell 1. Ja, wir haben hier also zwei Likelihood-Funktionen, die wir denselben Datenvektor reingeben und verschiedene Parameter. In unserem Fall ist es so, dass das reduzierte und das vollständige Modell durch verschiedene Parameter gekennzeichnet sind. So, dafür können wir jetzt Folgendes hinschreiben. Das ist einmal Likelihood-Funktion von Modell 0 an der Stelle y, Beta Dach, Sigma 0 Quadrat Dach, geteilt durch Likelihood-Funktion L1 des vollständigen Modells von y Beta 1 Dach und Sigma, Entschuldigung, nicht Beta 1 Dach, sondern Beta Dach und Sigma Quadrat Dach. Das ist das vollständige Modell und das ist das reduzierte Modell. So, jetzt setzen wir ein, was hier steht. Hier steht 1 durch Wurzel aus 2 Pi hoch n mal Sigma Quadrat Dach. Und da wir jetzt hier das reduzierte Modell betrachten, müssen wir Sigma 0 Quadrat Dach schreiben. Denn wir haben Sigma 0 Quadrat als den Maximum Likelihood Schätzer des Varianzparameters für das reduzierte Modell definiert. Mal e hoch minus 1 halbe. Und jetzt im Nenner dasselbe für das vollständige Modell, das ist 1 durch Wurzel 2 Pi hoch n mal Sigma Quadrat Dach hoch n mal e hoch minus 1 halbe. So, wieder kürzt sich hier eine ganze Menge raus. Hier kürzt sich e hoch minus n halbe und 2 Pi hoch n. Jetzt müssen wir aufpassen, hier steht im Zähler 1 durch Wurzel aus und so weiter und im Nenner 1 durch Wurzel aus und so weiter. Das heißt, dieser Bruch kehrt sich um und dann steht hier Wurzel aus Sigma Quadrat Dach hoch n und geteilt durch Wurzel aus Sigma 0 Quadrat Dach hoch n. So. Das sind Potenzen mit dem gleichen Exponenten n. Dasselbe gilt für die Wurzel. Das können wir zusammenfassen. Wurzel heißt immer hoch 1 halb. Das heißt, wir haben hier die Exponenten n und 1 halb. Die multiplizieren sich. Das heißt, stehen bleibt Sigma Quadrat Dach geteilt durch Sigma 0 Quadrat Dach hoch n halb. So, das ist die Likelihood-Quotientenstatistik für den Vergleich von vollständigem und reduziertem Modell. Und die hat also eine wirklich sehr elegante Form, weil alles, was wir tun müssen, ist offenbar die Maximum-Likelihood-Schätzer des Varianzparameters auszurechnen und dann durcheinander zu teilen und mit n hoch 2, mit n halbe hochnehmen. Ja. Warum hat sich das umgedreht?
Also hier auf der Folie steht das, da ist gerade dieser Schritt übersprungen. Das, also da ist es halt direkt von links, wenn man es da einsetzt. Genau, hier ist es schon im ersten Schritt gemacht worden. Ja. Also hier in der Likelihood-Funktion, in der maximierten Likelihood-Funktion steht da 1 durch Wurzel von irgendwas. Hier wurde das gleich dahingehend behandelt, dass das Sigma 0 nach unten gewandert ist und das Sigma 1 nach oben. Also es hat einfach folgenden Hintergrund. Wenn Sie einen Bruch haben, wenn Sie diesen Bruch hier haben, 1 durch A geteilt durch 1 durch B, ist es der Bruch hier. Ja. Wie dividieren wir zwei Brüche durcheinander? Wir multiplizieren mit dem Reziproken des zweiten Bruches. Das heißt, 1 durch A geteilt durch 1 durch B ist gleich B geteilt durch A. Und dasselbe haben wir hier angewendet. Also das ist quasi unser A, das ist unser B. Und da das im Zähler im Nenner steht, geht es in den Nenner. Und da das im Nenner steht, geht es in den Zähler. Okay. Fragen bis hierhin? Gut. Das waren also die Likelihood-Quotienten für einen Modellvergleich im Rahmen des allgemeinen linearen Modells. Also genauer den Vergleich zweier allgemeiner linearer Modelle, die verschiedene, aber spezielle Designmatrizen haben. Gut. Dann können wir für diese Partitionierung eines ALMs nicht nur den Likelihood-Quotienten bestimmen, sondern auch eine F-Statistik definieren. Ja, Frage? Kann ich mir diesen Stuhl da klauen? Ja, klar. Schön, oder? Dass wir noch so lange zusammen sind, wenn selbst die Akkus schon alle sind. Okay, also, wir haben eben den Likelihood-Quotienten für die Partitionierung eines allgemeinen linearen Modells betrachtet und schauen uns jetzt die F-Statistik für die Partitionierung eines ALMs an. Gegeben sei also das vollständige allgemeine lineare Modell mit der Designmatrix X und eine Partitionierung dieses Modells in x0, x1, beta0, beta1 mit den passenden Dimensionen p0, p1, wobei p0 plus p1 gleich p ist. Des Weiteren seien gegeben die Beta-Parameterschätzer des vollständigen und des reduzierten Modells, beta-dach und beta0-dach, und darauf aufbauend die Residuenvektoren dieser beiden Modelle. Also epsilon-dach ist der Residuenvektor des vollständigen Modells, in dem Beta-Dach auf Grundlage der vollständigen Designmatrix berechnet wurde. Und Epsilon-Null-Dach ist der Residuenvektor des reduzierten Modells, in dem Beta-Null-Dach auf der Grundlage der reduzierten Designmatrix berechnet wurde. Ja. In der Regel werden die geschätzten Fehlerterme, also die Residuen des reduzierten Modells, größer sein, weil das reduzierte Modell weniger Regressoren, weniger Spalten in der Designmatrix hat und damit weniger Möglichkeit in Varianz in den Daten aufzuklären. Dann ist die F-Statistik definiert als dieses Verhältnis hier, Differenz der residuellen Quadratsummen von reduziertem und vollständigem Modell geteilt durch P1, also die Anzahl der Parameter, die Anzahl der zusätzlichen Parameter im vollständigen Modell, und aus der residuellen Quadratsumme des vollständigen Modells geteilt durch n minus p. Dieser Quotient ist die F-Statistik. So, bevor wir jetzt weitergehen, wollen wir erst noch ein bisschen über diese Formel nachdenken und sie versuchen zu interpretieren, indem wir uns erst den Zähler und dann den Nenner anschauen. Also der Zähler der F-Statistik, epsilon 0 dach transponiert epsilon 0 minus epsilon dach transponiert epsilon dach geteilt durch p1, gibt an, inwieweit die
zusätzlichen Regressoren in x1 die Residualquadratsumme reduzieren gegenüber der Residualquadratsumme des reduzierten Modells. Das heißt, dass bei gleicher Reduktion der residuellen Quadratsumme und gleichem Nenner ein höherer F-Wert resultiert, wenn diese Residualquadratsummenreduktion durch weniger zusätzliche Regressoren P1 resultiert ist, also zustande kommt. Man kann in diesem Sinne sagen, dass die F-Statistik weniger komplexe Modelle bevorzugt, weil die F-Statistik größer wird, je kleiner dieses P1 ist. Und je größer die Reduktion der residuellen Quadratsumme von reduziertem hin zu vollständigem Modell. So, jetzt zum Nenner der F-Statistik. Der Nenner der F-Statistik, also Epsilon Dach transponiert Epsilon geteilt durch N-P, ist offenbar das, was wir als Varianzparameterschätzer kennengelernt haben. Residuelle Quadratsumme des vollständigen Modells geteilt durch N-P. Wenn die Daten jetzt tatsächlich unter dem reduzierten Modell generiert worden sind, dann kann das vollständige Modell das abbilden, indem Beta 1 Dach, also der Schätzer für die zusätzlichen Parameter im vollständigen Modell, ungefähr dem Nullvektor entspricht und kommt auf diese Weise zu einer ähnlichen Varianzschätzung wie das reduzierte Modell. Wenn jetzt im Gegensatz dazu die Daten tatsächlich unter dem vollständigen Modell generiert wurden, dann ist der Varianzparameterschätzer des vollständigen Modells ein besserer Schätzer von Sigma Quadrat als der Varianzparameterschätzer des reduzierten Modells, weil Datenvariabilität, weil er Datenvariabilität berücksichtigen kann, die nicht durch die Regressoren in X0 berücksichtigt ist. Das heißt, zusammengefasst ist der Nenner der F-Statistik in beiden Fällen der sinnvollere Schätzer des Varianzparameters, egal ob nun die Daten unter dem vollständigen oder dem reduzierten Modell generiert wurden. Wenn man das beides zusammenfasst, kann man sagen, die F-Statistik misst, inwieweit die Residualquadratsumme von reduziertem zu vollständigem Modell reduziert wird, und zwar einerseits im Verhältnis zur im Modell vorhandenen Datenvariabilität, Sigma Quadrat Dach, und andererseits im Verhältnis zu der Anzahl der zusätzlichen Regressoren im vollständigen Modell P1. Gut. Jetzt gibt es einen sehr schönen Zusammenhang zwischen der F-Statistik und der Likelihood-Quotienten-Statistik, wenn die auf Grundlage derselben Partitionierung des allgemeinen linearen Modells bestimmt werden. Es sei also eine Partitionierung gegeben und ich merke gerade, dass ich vergessen habe, eine Pause zu machen. Wollen Sie noch mal eine Pause machen oder wollen wir lieber abschließen? Also sind jetzt noch ungefähr 6 Folien oder so? Gut, wie lange die dauern. Also, wenn ich schätze mal so noch. Ist, dann ich glaube, 20 Minuten oder so? Ja, 5 Minuten Pause. Vielleicht jetzt. Ja, durchatmen. Ja, bis zum Ende. Okay, gut. Machen wir kurz eine Pause. Kann man zwar festladen. Okay, alles klar. Also wir waren stehen geblieben bei dem Zusammenhang von F-Statistik und Likelihood-Quotienten-Statistik für eine identische Partitionierung des allgemeinen linearen Modells. Und dieser Zusammenhang sieht wie folgt aus. F, also die F-Statistik ist gleich N-P durch P1 mal die Likelihood-Quotienten-Statistik hoch minus 2 durch N minus 1. Zwischen F und Lambda besteht also ein invertierbarer funktionaler Zusammenhang. Beispielsweise gilt für Lambda gleich 1, dass F gleich 0 ist. Ja, also wenn der Likelihood-Quotient aus beiden Modellen 1 ist, die maximierten Likelihoods der beiden Modelle also gleich sind, dann folgt daraus, dass die F-Statistik 0 ist, was bedeutet, dass das vollständige Modell nicht besser ist als das reduzierte Modell.
wir stellen diesen funktionalen, dieser funktionale Zusammenhang ist hier einmal dargestellt für n gleich 12, p gleich 1 und p1 gleich 1. Das heißt, p0 und p1 sind hier beide 1, sodass die Summe davon 2 ergibt. Und dann sieht man eben, dass mit höherem Lambda f immer kleiner wird und umgekehrt. Okay, das wollen wir beweisen und dazu schreiben wir einfach die F-Statistik hin und formulieren die F-Statistik so lange um, bis wir dort irgendwann Lambda drin wiederentdecken. Die F-Statistik war also definiert als Epsilon 0 Dach transformiert, Epsilon 0 Dach minus Epsilon Dach transformiert, Epsilon Dach geteilt durch P1 und dann nochmal die individuelle Quadratsumme des vollständigen Modells geteilt durch n minus p. So, jetzt erinnern wir uns daran, dass die residuellen Quadratsummen zum. Einen Moment. Wir schreiben einmal den Varianz. Maximum Likelihood Schätzer des Varianzparameters hin, das ist Epsilon Dach transponiert Epsilon Dach geteilt durch n. Ja? Also beim Maximum Likelihood Schätzer teilen wir nicht durch n minus p, sondern durch n. Und da wir hier auf der Suche nach einem Zusammenhang mit der Likelihood Quotientenstatistik ist, die in als Verhältnis der Maximum-Likelihood-Schätzer ergeben hat, verwenden wir also den Maximum-Likelihood-Schätzer. So, das können wir umstellen, indem wir schreiben, Epsilon Dach transponiert Epsilon Dach ist gleich n mal Maximum-Likelihood-Schätzer des Varianzparameters, Sigma Quadrat Dach. Gut. Das können wir dann hier anwenden und dann steht hier n mal Sigma 0 Quadrat Dach minus n mal Sigma Quadrat Dach geteilt durch P1 und hier unten steht n mal Sigma Quadrat Dach geteilt durch n minus p. So. Als erstes sehen wir jetzt, dass hier n sich kürzen lässt. Also wir könnten n hier oben ausklammern. Wir könnten n hier oben ausklammern und dann steht es hier im Zähler auch nochmal. Das heißt, man kann hier schon einmal kürzen. Und dann können wir das anders hinschreiben und zwar wie folgt. Hier steht also Sigma 0 Quadrat Dach minus Sigma Quadrat Dach geteilt durch Sigma Quadrat Dach. Und jetzt haben wir hier noch diese Divisoren in Nenner und Zähler, die wir als zweiten Bruch schreiben können, mit dem wir multiplizieren. Ja, also die stehen jeweils im Nenner von Zähler und Nenner und deshalb wandert das P1 hier nach unten und das N-P wandert nach oben. Okay, jetzt sehen wir, dass wir diesen Bruch auseinandernehmen können. Dann steht hier Sigma 0 Quadrat Dach durch Sigma Quadrat Dach minus Sigma Quadrat Dach geteilt durch Sigma Quadrat Dach mal n minus p geteilt durch p1. So, und das hier ist, steht mit unserem Lambda in Beziehung. Das können wir gleich gucken wie folgt. Und das hier ist 1. Das heißt, das ist schon mal die minus 1 in der Klammer, die im Theorem steht. So, jetzt zu dem Zusammenhang. Wir hatten gesagt, dass Lambda Sigma Quadrat Dach durch Sigma 0 Quadrat Dach hoch minus n halbe ist. Nein, hoch n halbe. So. Das können wir jetzt umstellen nach diesem Ausdruck hier. Sigma 0 Quadrat Dach geteilt durch Sigma Quadrat Dach. Indem wir zunächst mal das Ganze mit
indem wir das Ganze mit minus 2 geteilt durch n hochnehmen. Dann haben wir hier Lambda hoch minus 2 durch n. Und hier haben wir die Quotienten der Maximum- und Gleichheitsschätzer hoch 1 halbe, hoch n halbe, hoch minus 2 geteilt durch n. Die Exponenten multiplizieren sich miteinander, das heißt, hier steht dann n halbe mal minus 2 durch n, n kürzt sich mit n, 2 kürzt sich mit 2, das heißt, hier steht dann noch Sigma Quadrat Dach geteilt durch Sigma Quadrat Dach hoch minus 1. Hoch minus 1 bedeutet, dass man den Bruch umkehrt, das heißt, hier steht Sigma 0 Quadrat Dach geteilt durch Sigma Quadrat Dach. Und das ist das, was wir hier in dem Ausdruck für f gefunden haben. Das heißt, wir müssen jetzt für das hier Lambda hoch minus 2 durch n einsetzen und dann kommen wir auf die letztendliche Formel n minus p geteilt durch p1 mal Lambda hoch minus 2 geteilt durch n minus 1. Gut. Das ist der Zusammenhang von f und Lambda und den haben wir auf der Folie zuvor auch schon visualisiert. Hier berechnen wir jetzt, hier führen wir jetzt, hier machen wir jetzt ein Beispiel in R, in dem wir eine F-Statistik, genauer gesagt zwei F-Statistiken, für das Modell der einfachen linearen Regression berechnen. Wir können hier das Modell der unabhängigen und identisch normal verteilten Zufallsvariablen nicht mehr benutzen, weil das hat p gleich 1. Und eine Partitionierung eines allgemeinen linearen Modells setzt p größer 1 voraus. Ja? Das heißt, es muss eine Designmatrix geben, die man aufsplitten kann. Und wenn die Designmatrix nur aus dem 1-Vektor besteht, dann gibt es nichts, was man da aufsplitten kann. Deshalb benutzen wir also das Modell der einfachen linearen Regression. Und wir gehen wie folgt vor. Unsere Designmatrix hat n Zeilen, das ist die Anzahl der Datenpunkte, und zwei Spalten, nämlich den Offset und den Steigungsparameter, Regressor, also den 1-Vektor und den Vektor der Prädiktorvariable. Die Designmatrix des reduzierten Modells x0 wird dann festgelegt als nur die erste Spalte dieser Designmatrix. Ja? Das heißt, die Designmatrix von x0 ist der 1-Vektor, x1 ist der Vektor der Prädiktorvariable und die Designmatrix des vollständigen Modells ist dann die Kombination aus beiden. Das heißt, das vollständige Modell ist das Modell der einfachen linearen Regression und das reduzierte Modell ist dasjenige, was nur den Offset-Parameter enthält, also keinen Einfluss der Prädiktorvariable x. Jetzt legen wir wieder zwei Hypothesenszenarien fest. In einem dieser Szenarien sind die Beta-Parameter 1 und 0 und in dem anderen sind die Beta-Parameter 1 und 0,5. Jeweils betrachtet für das vollständige Modell. Das heißt, in beiden Modellen hat der Offset-Parameter einen Wert von 1 und die Modelle unterscheiden sich darin, Entschuldigung, nicht die Modelle, die Hypothesenszenarien unterscheiden sich darin, dass in einem der Steigungsparameter 0 ist, die Variable x also keinen Effekt auf y hat und in dem anderen ist der Einfluss von x auf y mit dem Gewicht 0,5 quantifiziert. Gut. Jetzt wollen wir für jedes dieser Hypothesenszenarien eine Realisierung des Datenvektors generieren und die F-Statistik berechnen. Das heißt, wir haben hier die Schleife über Hypothesenszenarien und berechnen jetzt nacheinander oder benutzen erstmal die Sampling-Funktion, um einen Datenvektor zu realisieren und berechnen dann nacheinander die Parameterschätzer des reduzierten Modells, des vollständigen Modells und die residuellen Quadratsummen des reduzierten und vollständigen Modells. Das ist also das, was hier EPS-EPS-HAT und EPS-0-EPS-0-HAT heißt. Das können wir dann benutzen, um die F-Statistik zu berechnen, entsprechend der Formel. Und dann erhalten wir zwei F-Statistiken, einmal für den Fall, dass Beta 1 gleich 0 ist. In dem Fall ist die F-Statistik sehr klein. Also hier 0,357 und einmal für den Fall, dass Beta 1 ungleich 0 ist, das ist das zweite Hypothesenszenario, in dem wir Beta 1 auf 0,5 gesetzt haben und in dem Fall ist die F-Statistik sehr groß, nämlich 18,8.
Gut, jetzt schauen wir uns noch die Verteilung der F-Statistik an, denn wieder gilt, wir haben jetzt die F-Statistik eingeführt, aber um sie später inferenzstatistisch benutzen zu können, müssen wir wissen, welcher Verteilung die F-Statistik folgt. Und das geht wie folgt: Gegeben sei ein allgemeines lineares Modell mit der Partitionierung in x0, x1, beta0, beta1, p0, p1. Und des Weiteren sei ein Vektor C gegeben als ein Vektor, der aus Nullen und Einsen besteht. Und zwar dergestalt, dass er überall da, wo Beta 0 steht, eine 0 hat und überall da, wo Beta 1 steht, eine 1 hat. Ja? Also ich mache mal kurz ein Beispiel für den Fall, dass also P0 gleich 3 ist und P1 gleich 2, würde dieser Vektor wie folgt aussehen: 0, 0, 0, 1, 1. Das heißt, das ist also ein Vektor, der auf jeden Fall die Dimensionalität P hat, wie der Beta-Parameter-Vektor des vollständigen Modells. Und je nachdem, wie wir das Modell partitioniert haben, in P0 und P1 Regressoren, hat er die Anzahl P0 0 und die Anzahl P1 1. Dann gilt, dass die F-Statistik einer nicht zentralen F-Verteilung folgt. Jetzt kommen wir wieder auf das zurück, was wir in der ersten Abschnitt eingeführt haben. Einer nicht zentralen F-Statistik folgt mit den Freiheitsgradparametern P1 und N-P und dem Nicht-Zentralitätsparameter Delta, der hier auf der rechten Seite gegeben ist. Wir wollen das nicht komplett beweisen, werden aber gleich zumindest eine Beweisandeutung betrachten. Hier ist bitte wieder zu beachten, dass die F-Statistik eine Funktion der Parameterschätzer ist. Ja? Also die F-Statistik berechnet sich aus residuellen Quadratsummen und die residuellen Quadratsummen kommen durch die Beta-Parameterschätzer zustande. Während der Nicht-Zentralitätsparameter eine Funktion der wahren, aber unbekannten Parameter Beta und Sigma-Quadrat ist. Daraus folgt, in der Regel ist auch Delta unbekannt, aber es gibt natürlich dann Spezialfälle, insbesondere Nullhypothesen, in denen der Nicht-Zentralitätsparameter Delta 0 wird und das erlaubt es uns dann eben das zum Hypothesentesten zu verwenden. Speziell ist es so, dass wenn Beta 1 der Nullvektor ist, also die zusätzlichen Regressoren im vollständigen Modell alle keinen Effekt auf die Daten haben, dass dann das Produkt C transponiert mal Beta gleich 0 ist und dann wird aus der nicht zentralen F-Verteilung eine zentrale F-Verteilung. Und das ist das, was man sich zunutze macht in der Varianzanalyse, wo man dann eben F-Statistiken mit den entsprechenden F-Verteilungen vergleicht, um P-Werte zu berechnen. Also nochmal eine kurze Erklärung von diesem hier, Beta 1 gleich 0 P1. Stellen wir uns vor, wir haben diesen Fall hier, P0 gleich 3, P1 gleich 2. Dann ist C transponiert 0, 0, 0, 1 und als Beta-Parameter-Vektor hätten wir dann Beta 1, Beta 2, Beta 3 und dann sind die Effekte der Regressoren im vollständigen Modell 0, das heißt hier würde 0 stehen. Jetzt können wir das Skalarprodukt davon berechnen. Das ist 0 mal Beta 1 plus 0 mal Beta 2 plus 0 mal Beta 3 plus 1 mal 0 plus 1 mal 0 ist 0. Ja? Und aus dem Grund, wird dann hier das Delta, was das C transponiert Beta enthält, 0. Und damit wandelt sich die nicht zentrale F-Verteilung zu einer normalen F-Verteilung. Gut, warum ist das so? Das ist nicht ganz leicht nachzuvollziehen, weil man dafür schon sehr tief einsteigen muss in die Herleitung von nicht zentralen Chi-Quadratverteilungen, aber wir wollen zumindest andeuten, warum das so ist. Also wir wissen ja bereits, und das haben wir heute auch schon für den Beweis der Verteilung der T-Statistik benutzt,
dass n minus p geteilt durch Sigma Quadrat mal Sigma Quadrat Dach im vollständigen Modell einer Chi-Quadrat-Verteilung folgt. Siehe Einheit 6 Parameterschätzung. Diese Variable nenne ich jetzt mal U2. So, des Weiteren lässt sich zeigen, dass folgende etwas komplexere Funktion der Varianzparameterschätzer von reduziertem und vollständigem Modell auch einer nicht zentralen Chi-Quadrat-Verteilung folgt. Und zwar gilt, dass n minus p0 geteilt durch Sigma Quadrat mal Sigma 0 Quadrat Dach minus n minus p geteilt durch Sigma Quadrat Dach einer nicht zentralen Chi-Quadrat-Verteilung folgt, mit dem Nichtzentralitätsparameter Delta, wie er im Theorem gegeben ist, und den Freiheitsgradparametern p-p0 und n-p. So. Deshalb ist das hier eine Beweisandeutung, weil wir das nicht speziell zeigen. Das werfe ich jetzt einfach so hin. Ja? Und trotzdem hoffe ich, dass Sie zumindest so eine Intuition haben, zu sehen, wo das herkommt. Also wir haben hier genau solche Terme, wie auch in der Variable U2, nämlich n minus p irgendwas geteilt durch Sigma Quadrat mal Varianzparameterschätzer. Nur, dass wir hier jetzt eine Differenz solcher Terme betrachten. Sie sehen auch, dass man hier Sigma Quadrat ausklammern könnte, 1 durch Sigma Quadrat ausklammern könnte, und dann stünden hier drinnen noch die residuellen Quadratsummen von den beiden Modellen, und als Freiheitsgradparameter ergibt sich hier die Differenz der Parameter zwischen vollständigem und reduziertem Modell. Also irgendwie hängt das schon so ein bisschen miteinander zusammen. Ja? Und das hier nennen wir jetzt U1. Dann folgt nach der Definition der nicht zentralen F-Verteilung, dass U1 geteilt durch, Entschuldigung, hier ist ein Fehler, die Chi-Quadrat-Verteilung hat natürlich nur einen Freiheitsgradparameter. Das U1 geteilt durch P minus P0 geteilt durch U2 durch N minus P einer nicht zentralen F-Verteilung mit demselben Nichtzentralitätsparameter Delta folgt, sowie den Freiheitsgradparametern P minus P0 und N minus P. So. Damit haben wir jetzt unser Theorem quasi schon bewiesen, weil das hier ist P1. P0 plus P1 gleich P, das heißt P minus P0 gleich P1. Und jetzt müssen wir nur noch das einsetzen, was hier oben steht, um die spezifische funktionale Form der F-Statistik zu zeigen. Das heißt, wir schreiben auf n minus P0 geteilt durch Sigma Quadrat mal Sigma 0 Quadrat Dach minus n minus P geteilt durch Sigma Quadrat Dach. Das ist der Zähler und im Nenner steht n minus p geteilt durch Sigma Quadrat mal Sigma Quadrat Dach geteilt durch n minus p. Was sehen wir? Wir sehen, dass als erstes sich Sigma Quadrat kürzen lässt. Wir haben hier jeweils Sigma Quadrat im Nenner zu stehen, das heißt, wir könnten es hier ausklammern, dann können wir es hiermit kürzen. Und das ist wunderbar, weil Sigma Quadrat kennen wir ja nicht. Das ist der wahre, aber unbekannte Wert des Parameters. Und wenn das nicht aus der Formel verschwinden würde, wären wir ziemlich aufgeschmissen, weil dann könnten wir ja nicht die T-Statistik, die F-Statistik berechnen. Gut, was bleibt übrig? Übrig bleibt, achso, des Weiteren ist das hier P1, wie wir bereits festgehalten hatten. Das heißt, hier steht n minus p0 mal Varianzparameter des reduzierten Modells minus n minus p mal Varianzparameter Schätzer des vollständigen Modells geteilt durch p1 geteilt durch n minus p mal Sigma Quadrat Dach geteilt durch n minus p. So, jetzt sind wir fast am Ziel. Jetzt müssen wir nur noch erkennen, dass
dass die Varianzparameterschätzer sind, nicht die Maximum Likelihood Schätzer der Varianz. Und da die jeweils durch n-p teilen, beziehungsweise n-p0 im Falle des reduzierten Modells, sind das die residuellen Quadratsummen dieser Modelle. Ja, also diesen Zusammenhang zwischen Varianzparameterschätzern und residueller Quadratsumme haben wir bei der Definition des Varianzparameterschätzers in Einheit 6 festgehalten. Und so ergibt sich eben letztendlich die Formel der F-Statistik, die dann dieser nicht zentralen F-Verteilung folgt. Gut, das schauen wir uns jetzt auch nochmal an einem Beispiel an. Wir benutzen also wieder das Modell der einfachen linearen Regression, denn wir wollen ja partitionieren. Die Modellformulierung bleibt hier gleich. Wir haben das reduzierte Modell mit nur der ersten Spalte und das vollständige Modell mit beiden Spalten. Auch die Hypothesenszenarien behalten wir bei, das heißt, die Werte des Beta-Parameter-Vektors sind 1, 0 und einmal 1 und 0,5. Und dann haben wir hier wieder diese frequentistische Simulation mit der hierarchischen Struktur, das heißt, wir haben eine äußere Schleife über Hypothesenszenarien. Jedes Hypothesenszenario definiert ein Delta der frequentistischen, also der nicht zentralen F-Verteilung. Und dann die innere Schleife über Simulationen, in denen wir Daten generieren, Parameter berechnen, residuelle Quadratsummen berechnen und die F-Statistik bestimmen. Ja? Ich habe zwei Fragen, die wahrscheinlich auf fehlendem Basiswissen beruhen, aber auf der Seite, auf der Folie vorher, jetzt ganz unten, also Sie haben da ja jetzt irgendwie dreimal Sigma Quadrat rausgekitzt, habe ich mich jetzt erstmal gefragt, warum denn dreimal, müssten wir denn nicht nur zweimal? Ich habe das Gefühl, ich habe diese Frage auch schon mal gestellt. Aber, ja, und dann meine zweite Frage ist es, weil einer von diesen Termen da drin, also der ist ja quasi identisch mit dem, also dieses n-p durch Sigma Quadrat mal dem Schätzer von Sigma Quadrat, das steht ja unten auch genauso. Ja, warum ja. Wird das nicht, also direkt in dem ersten bei f gleich, warum wird das nicht direkt alles rausgekürzt? Also es gibt ja diesen Spruch, aus Summen kürzen nur die Dummen. Klasse, danke. Deshalb sollte ich das vielleicht hier an der Tafel nicht so machen, dass ich aus Summen kürze. Also man kann natürlich aus Summen kürzen, wenn man es richtig macht. Und es richtig machen heißt in dem Fall einfach nur gedanklich einen Schritt überspringen. Also speziell ist es hier so, ich klammere aus 1 durch Sigma Quadrat, dann bleibt in der Klammer stehen. Hier schreibe ich das Ganze jetzt mal etwas anders hin, damit es deutlicher wird. 1 durch Sigma Quadrat mal n minus p Sigma Quadrat Dach geteilt durch n minus p. So. Ist das das Gleiche? Ja, es ist das Gleiche. Gut. Und jetzt dürfte etwas deutlicher werden, dass das hier beides reine Produkte sind in Zähler und Nenner und wir das 1 durch Sigma Quadrat streichen können, kürzen können. Und das habe ich hier etwas unsauber übersprungen, weil ich schreibfaul war und nicht so viele Zeilen an der Tafel schreiben wollte. Jetzt zu der anderen Frage. Warum kürzen wir nicht gleich am Anfang diese Terme hier? Also es gilt natürlich auch, also da gilt natürlich auch der Spruch, aus Summen kürzen nur die Dummen. Wir können jetzt nicht hier den zweiten Term der Differenz einfach wegnehmen. Wir könnten es anders schreiben. Also, und zwar ist es so, dass wenn wir, also hier hatten wir ja schon mal einen ähnlichen Fall, ja? Wenn wir einen Bruch haben, a minus b durch b, so, dann haben wir hier im Nenner keine Summe, aber im Zähler eine Summe und die Rechenregeln besagen, dass wir diese Summe auseinandernehmen können. Das heißt, wir können schreiben a durch b minus b durch b und dann könnten wir hier kürzen. Das heißt, das Ergebnis davon wäre a durch b minus 1. Ist auch ganz praktisch und genau das haben wir ja tatsächlich hier gemacht, als wir den Zusammenhang zwischen f und dem Varianzparameterschätzer hergeleitet haben. Könnten wir dort machen, sofern wir noch die zusätzlichen
Terme hier in den Berufen berücksichtigen, nämlich P-P0 und N-P. Ich glaube aber, man macht es in der Regel nicht, weil man ja die funktionale Form der F-Statistik irgendwie schön interpretieren können will. Ja? Und hier steht dann halt diese Residualquadratsummenreduktion. Das heißt, wie sich die residuelle Quadratsumme reduziert, wenn man von reduziertem zu vollständigem Modell geht. Das Ganze würde sich nicht mehr so schön darstellen lassen, wenn man da halt kürzen würde, sondern dann würde da dieser Bruch minus 1 stehen und das wäre nicht ganz so leicht zu interpretieren. Das ist, glaube ich, der Grund. Okay, zurück zur Simulation. Wir haben also zwei Hypothesenszenarien betrachtet und F-Statistiken berechnet. Und wir kommen dann letztendlich auf diese Verteilung der F-Statistiken für den Fall des Vorliegens der Nullhypothese, also dass Beta 1 gleich 0 ist und x keinen Effekt auf y hat, erhalten wir eine zentrale F-Verteilung als frequentistische Verteilung der F-Statistiken. Und für den Fall des Vorliegens der Alternativhypothese erhalten wir hier eine nicht zentrale F-Verteilung als frequentistische Verteilung der F-Statistiken mit weitaus höheren Werten. Das heißt, man kann sagen, in der Tendenz, wenn die Alternativhypothese erfüllt ist, wird die F-Statistik höhere Werte haben. Und wiederum gilt, dass eben diese Histogramme der F-Statistiken, die wir hier gebildet haben, sehr gut beschrieben werden durch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der Verteilung, wie sie durch das Theorem vorhergesagt werden. Das heißt, die Mathematik ist immer noch richtig und wir haben vermutlich alles richtig gemacht in unserer Simulation. Okay, als kleinen Ausblick jetzt noch zum Abschluss. Man kann diese, also wir haben jetzt T- und F-Statistiken kennengelernt, die dienen beide der Modellevaluation und man kann diese Theorie, sag ich jetzt mal, von F- und T-Statistiken miteinander integrieren unter dem Begriff der allgemeinen linearen Hypothese. Also bei der allgemeinen linearen Hypothese werden dann beliebige Funktionen der Parameter C transponiert Beta betrachtet, wobei dieses C auch eine Matrix der Größe P mal K sein kann. Also insbesondere ergeben sich zum Beispiel die Spezialfälle, die wir betrachtet haben, wenn man für dieses C Vektoren mit K gleich 1 einsetzt, ja? Also wenn diese Matrix nur eine Spalte hat. Man kann darüber hinaus zeigen, dass, und das sind dann die Kontrastgewichtsvektoren, die wir für T-Statistiken in der letzten Einheit betrachtet haben. Man kann darüber hinaus zeigen, dass unter der allgemeinen linearen Hypothese gilt, dass f gleich t Quadrat ist, dass also das Quadrat einer T-Statistik immer einer F-Verteilung folgt. Und dass letztendlich T-Statistiken damit nur spezielle F-Statistiken sind und man im Prinzip alles, was man tut, auch mit F-Statistiken tun könnte. In der Anwendung wird aber trotzdem sehr stark unterschieden zwischen T- und F-Statistiken und das ist auch sinnvoll, weil es eben diese klassischen Testverfahren gibt, der Ein-Stichproben- und Zwei-Stichproben-T-Tests, der einfaktoriellen und zweifaktoriellen Varianzanalyse, wobei einige eben stärker auf T-Statistiken fokussieren, andere stärker auf F-Statistiken fokussieren. Und aus dem Grund werden wir diese Aufteilung auch beibehalten in den folgenden Einheiten. Wir haben jetzt also eine Einheit zu T-Tests, in der wir sehr ausführlich T-Tests, Hypothesentests mit T-Statistiken betrachten. Und wir haben dann zwei Einheiten zur Varianzanalyse, in der wir sehr ausführlich F-Tests, also Hypothesentests auf der Grundlage von F-Statistiken betrachten. Und dann im Anschluss widmen wir uns noch ein paar spezielleren Modellen, nämlich der multiplen linearen Regression und der Kovarianzanalyse, in denen dann sowohl T- als auch F-Statistiken zum Einsatz kommen können. Gut, gibt es Fragen? Das ist nicht der Fall, dann sehen wir uns in 2 Wochen zum Thema T-Test wieder. Vielen Dank.